Gestern alles geklappt. Es war eines der besten Spiele meiner Mannschaft, so THC-Trainer Herbert Müller. Natürlich ist das heute mehr ein Schaulaufen. Unser Ziel ist das Finale. Der Serienmeister Mazedonien hängt zurzeit ein bisschen am Tropf. 4 Stammspielerinnen sind verletzt und die beiden Besten des letzten Jahres hat der Ortsnachbar Vardar mit einer Gehaltsaufbesserung zu sich gelockt. 2200 Zuschauer in der Vidix-Boxhalle in Nordhausen. Der deutsche Meister nach dem Scheitern in der Champions League. Jetzt also im Cup Winners Cup mit Katrin Engel. Er braucht eine Viertelstunde, um so richtig in Schwung zu kommen. Katrin Engel mit der 6:5 Führung, Österreichs Nationalspielerin, mit ihrer Dynamik von den Gästen kaum zu stoppen. Auf der anderen Seite Bajramowska gegen Michael Merz. Sie schon gestern mit 6 Treffern die beste Spielerin. Konterchance. Nadja Nadgornaja, das 7:5, das ist ihre Stärke. Der deutsche Meister in seiner stärksten Phase. Es gibt kaum Lücken in der Abwehr. Wenn doch, dann ist Michael Merz da. Ball gewinnt THC, zweite Welle wieder. Katrin Engel, 8:5. Das schnelle Spiel bereitet Skopje große Probleme. Gestern haben sie 15 Kontertore hinnehmen müssen. Der THC, der sich in der nächsten Saison mit Jana Krause und Franziska Mietzner weiter verstärken wird. Und das war Nadja Nadgornaja, eine treffsichere Schützin, das 9:5. Und lauf diese Stelle von hinten weg. Wir warten zu lange dahinter. Der Ball muss schneller kommen von hinten raus. Komm jetzt, auf weiter, Also der Cheftrainer noch immer nicht ganz zufrieden. Skopje im Spielaufbau mit vielen Fehlern. Maike Merz, Krabbelgruppe in der Willig-Boxhalle. Merz gewinnt dieses Duell. Anna Groß wartet vorne. Nach gut 20 Minuten führt der THC mit 10:5. Auch sie ja österreichische Nationalspielerin. Der mazedonische Pokalsieger hielt heute den Abstand in Grenzen. Mirjeta Bajramowska mit dem 7:12. Zur Pause hieß es 15:10 für Thüringens Damen. Er wartete auf die Auslosung des DHB-Pokal-Viertelfinals. Und da muss der THC zum Tabellenneunten der Liga nach Weibern. Der HC Leipzig bekam den Zweitligisten Bensheim-Auerbach zugelost. Gespielt wird am 6. März. Hinein in Halbzeit 2. Und da zeigt Kerstin Wohlbold ihre Klasse. Die Spielmacherin hat ja eine sehr gute Europameisterschaft absolviert. Klasse Pass von Nadgornaja auf Wohlbold und die macht das Tor. 16:10. Metalok Skopje war auch heute chancenlos. Nur sie ragte ein bisschen heraus. Mirjeta Bajramowska, denn sie allein traf 14 Mal. Den letzten Treffer im Spiel erzielte Petra Popluharova mit dem 32:24 Endstand. Es war ein verhältnismäßig entspanntes Pokalwochenende. Wir haben gesagt, wir gehen rein, halten für uns selber die Spannung hoch, geben nochmal Gas, 60 Minuten und Sinn und Zweck erfüllt. Am Dienstag wird das Viertelfinale ausgelost. Dann dürfte die Konkurrenz ganz sicher stärker sein als an diesem Wochenende hier in Thüringen.